Endrunde in der Halle Bergfidel bei den 39. Stadtmeisterschaften und ins Halbfinale. Da kommen Wacker und Mecklenburg in der einen Gruppe, und in der anderen Gruppe, da ist es etwas spannender, weil 08 auf Preußen trifft. Allerdings die Preußen, die haben richtig Fahrt aufgenommen und machen einige Tore am Ende. 5:1 für den SCP gegen den Favoriten 08. Und für 08 sollte es noch deutlich dicker kommen, denn Philipp Dahldrup eröffnet den Torreigen für Roxel und am Ende steht es für Roxel 3:0. Die Roxeler treffen im Halbfinale auf den ersten FC Gievenbeck und haben auch gleich die beste Chance. Jonas Wiedhölter überwindet unhaltbar für Eschhaus im Gievenbeck-Tor. Martin Lambert als Torwart wieder im Einsatz mit der Schusschance. Eschhaus hält in diesem Fall und die Szene läuft weiter. Wir sehen, es ging Schlag auf Schlag in dieser Phase im Spiel. Gievenbeck kommt über die rechte Seite, der Abschluss und der Treffer für Gievenbeck durch Nils Heubrock. Aber Ruxel lässt sich davon erstmal nicht einkriegen und es macht Manuel Bayer das 2:1 für Ruxel. Allzu lange sollte es nicht währen, auch Gievenbeck kann wieder ausgleichen und da es in der regulären Spielzeit auch durch diesen Vorstoß von Martin Lambert dank Nico Eschhaus nicht mehr zu einem Treffer kommt, geht es ins 9-Meter-Schießen. Wir überspringen die ersten vier und kommen zu den beiden entscheidenden. Martin Lambert trifft für Ruxel, das heißt also, jetzt muss Gievenbeck treffen und Nils Heubrock tritt an. Aber Daniel Neuhaus im Kasten, der hält, und damit ist Ruxel im Finale. Der Gastgeber Gievenbeck ist ausgeschieden. Der Jubel bei Ruxel sehr, sehr groß. Das zweite Halbfinale, Preußen gegen Wacker Mecklenburg. Die Preußen, sie haben eine wundersame Verwandlung durchgemacht vom unvergessenen falschen Anstoß im ersten Spiel. Nun zum Titelfavoriten. Und gegen Wacker warten sie nicht lange, das 1:0 durch Tia. Wir überspringen das 2:0 und 3:0 und kommen an beim 4:0. Denn wir wollen mal eben zeigen, wie einfach das war gegen den Bezirksligisten. Aber die Jungs haben nochmal aufgedreht. Hier das 1:4 aus Sicht von Wacker und der Vollständigkeit halber auch das 2:4 für die Fans, die die Mannschaft überragend unterstützt haben. War das natürlich schön, aber am Ende sollte es 6:2 heißen. Die Preußen haben noch 2 nachgelegt. Trotzdem die Wacker-Fans sehr, sehr stolz auf ihr Team. Und die Finalstimmung, die erkennen wir an den Wunderkerzen wie jedes Jahr in der Halle Bergfidel. Es heißt Preußen Münster gegen Ruxel im Finale und die Preußen, sie starten abwartend. Es sollen einige Minuten vergehen zur ersten guten Chance. Erdogan nimmt sich hier ein Herz und schießt einfach mal das 1:0 für die Preußen mit sehr viel Ballbesitz, aber bis zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich vielen Torraumszenen. Ruxel hat aber die Antwort auf dem Fuß, ebenfalls einen Distanzschuss, und Andrik verwandelt hier für Ruxel 1:1. Und Ruxel kam jetzt auch besser ins Spiel. Hat vorne den Ball auf Thomas Raun und der zieht ab, oben links, unhaltbar. Ruxel dreht hier das Spiel, 2:1 für Ruxel. So kann es natürlich weitergehen, wenn die Preußen nicht noch ein Wort mitreden würden, das Unentschieden, 2:2, Preußen wieder im Rennen. Es geht in die Verlängerung, 4 Minuten Extrazeit, wir sind in den letzten Sekunden und Andrik, wieder ähnliche Situation wie beim ersten Treffer durch ihn, er macht es unten rechts und jetzt hat Preußen sehr, sehr wenig Zeit, um noch einmal wiederzukommen. Und es gelingt ihnen nicht mehr. Ruxel ist Stadtmeister 2015. Ich hatte mich mental schon auf ein erneutes 9-Meter-Schießen eingestellt, wo ich ein bisschen Schiss vor hatte, weil zweimal Glück ist immer schwierig. Ja, und dass wir dann 20 Sekunden vor Schuss das Tor machen, ist natürlich überragend. Jetzt sind die Kräfte aber auch dann durch. Und wer den Pokal so mit Würde in den Himmel streckt, der ist auch ein guter Gewinner für die 39. Stadtmeisterschaften im Hallenfußball.